Jetzt werde ich euch zeigen, wie man, ich sag mal in Anführungszeichen, mit Trick 17 die Spiegelkappen beim Golf 7 oder Passat B8 entfernt und auch wieder montiert. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr die problemlos wieder drauf kriegt, ohne etwas kaputt zu machen. Man kann die Variante wählen und die Spiegel nach außen verstellen und dann das Spiegelglas rausholen und dann von innen die Halter lösen. Man kann die aber auch einfach abziehen. Ich sag mal so. Also ihr legt einfach hier an der festen Stelle Hand an und ja, zieht die ganz gemütlich ab. Zack, mehr ist es nicht. Alle Halter sind dran. Hier seht ihr es auch nochmal. Und selbiges gilt für die Montage. Ihr führt die rechts bzw. links an der Schiene hier innen entlang. Einfach wieder drauf schieben. So. Zack, fertig. Sitzt spaltfrei und fehlerfrei. Alles wieder dran. So einfach geht's.